Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Für mich schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist Freitag, ungefähr 14 Uhr und ich werde dieses Mal einen Wochenende-Vlog machen. Das heißt, ich werde euch an meinem Wochenende mitnehmen und zeigen, was ich so mache, denn mein Wochenende wird relativ stressig werden und hoffentlich deswegen auch produktiv, weil ich einige Sachen noch machen muss. Fangen wir direkt mal an mit der Schule und zwar mit dem Lernen wieder. Heute gibt es nämlich einen Study with me Livestream, weil ich am Montag und am Dienstag jeweils eine Klausur schreibe und deswegen dafür jetzt lernen muss. Schwierigstes Fach. Ich finde das schwierigste Fach für mich ist ein bisschen Kontext zu geben. Wie gesagt, heute ist Freitag, mittlerweile haben wir schon 15.30 Uhr. Ich habe heute eine Klausur geschrieben, deswegen war ich in der Schule für nur 2 Stunden, weil ich da meine Englischklausur geschrieben habe. Habe ich heute noch eine Klausur geschrieben. Ich habe jetzt gerade für die Deutschklausur am Montag gelernt. Also momentan bin ich echt ein bisschen unter Stress. Deswegen wird das ein großer Teil von diesem Vlog sein, also das Lernen. Trotzdessen habe ich auch noch andere Dinge, die ich gerne erledigen würde. Und das sind vor allem Geschenke vorzubereiten. Denn zum Beispiel meine beste Freundin hat in 2 Wochen Geburtstag oder in 1 Woche. In 1,5 Wochen, glaube ich. Und außerdem möchte ich auch zum Beispiel meinem Accountability Buddy ein Paket für Weihnachten schicken. Damit habe ich schon angefangen und ich freue mich einfach so doll darauf. Ich kann es euch ja schon mal zeigen. Bevor das aber passiert, habe ich eine andere coole Idee und zwar werde ich mich erstmal selbst beschenken. Denn heute ist wieder mal das neue Paket angekommen von Trend Raider. Ich habe euch da ja schon das letzte Paket in meinem letzten Vlog gezeigt, wo bei mir die Oktoberversion angekommen ist. Heute ist die Novemberversion angekommen und ich zeige euch mal, was da drin ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen Licht angemacht und hoffe, dass ihr mich jetzt hier sehen könnt. Und zwar ist Trend Raider ja ein Unternehmen, was monatlich Pakete macht mit so, ich sag mal, nachhaltigen veganen Goodies, also so kleine Proben. Und ich finde das ziemlich cool, weil ich dadurch neue, nachhaltigere und vor allem auch vegane Snacks ausprobieren kann und dann sehen werde, ob sie mir gefallen und ich sie vielleicht nachkaufen möchte. Let's go! Oh, ist das schwer. Übrigens ist auch das Thema des Novembers Nordic Lightbox, die man hier vorne sehen kann. Und es geht so um einen schönen, gemütlichen Winterabend, Wellness, sowas alles. So, als allererstes haben wir ein schönes Windlicht aus Glas. So sieht das hier aus und das ist natürlich in grün, wie auch diese Verpackung. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zum Thema. Oh ja, ich sehe schon wieder Snacks. Snacks sind meine Lieblingssachen da drin. Und als nächstes haben wir hier ein Proteinriegel. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Es ist immer so ein bisschen wie Weihnachten. Ich liebe diese kleinen Überraschungsmomente. Bei Trend Raider, man halt nie genau weiß, was es ist, man aber weiß, es ist irgendwas Cooles und was zum Thema halt passt. Und jetzt haben wir hier, was ist es? Ich will nichts kaputt machen. Oh mein Gott, etwas von Zwergenwiese. Und zwar haben wir einen neuen Aufstrich von Zwergenwiese. Das ist, was? Ich kann es gar nicht lesen. Veganer Bio-Brotaufstrich mit Gemüse und Weizeneiweiß. Yes, probieren wir gleich mal morgen zum Frühstück aus. Falls ihr sehen wollt, wie das schmeckt, dann wartet bis zum nächsten Tag, bis morgen, dann werde ich es ausprobieren. Als allernächstes haben wir hier ein Spiel drin, was paar Minuten heißt. Hier ist es genau, paar Minuten gute Laune. Spielerische Gesprächsimpulse. Das ist cool. Als nächstes sehe ich hier schon mal so ein Haarband. Und sowas kann ich echt gut gebrauchen, weil ich habe ja diese Curtain Bangs und die sind immer in meinem Gesicht. Wenn ich mir einen Zopf mache, bleiben trotzdem in meinem Gesicht. Deswegen, sowas ist richtig praktisch. Jetzt sehe ich auch schon, was das Schwere in dieser Box drin war. Und zwar ist es dieses Handspülmittel hier. Als nächstes haben wir dann hier diese Bambus Interdentalbürstchen. Ich muss sagen, ich habe noch nie solche Bürstchen aus Bambus gesehen. Deswegen bin ich sehr beeindruckt und wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich finde, für sowas ist diese Box einfach hilfreich, wenn man vorher nicht wusste, dass es einige nachhaltigere Varianten überhaupt gibt. So, ich hatte halt immer diese aus Plastik, aber ich denke, dass es eine gute Alternative ist. Dann gibt es auch noch passend zum Thema hier ein Magazin, und zwar dieses hier. Sneak Peek. Leute, das ist einfach von dieser Firma, die ich auch immer benutze, deswegen richtig passend. Und zwar ist eine Pflegedusche, eine medizinische Hautpflege, richtig gut. Als nächstes sichte ich hier einen Zink Drink. Einen Zink Drinks hat sich gereimt. Und ich glaube, das ist halt wirklich sehr hilfreich für die kalten Wintermonate, Tage, Wochen.
indem wir auf jeden Fall unser Immunsystem stärken müssen. Des Weiteren sich noch hier zwei Skincare-Hautprodukte. Und zwar, einmal haben wir hier ein Gesichtsserum. Und dann hier auch noch ein Toner-Spray von einer finnischen Marke. Und da steht auch nochmal drauf, dass es explizit auch für sensible Haut ist. Die letzte Sache, die wir jetzt noch hier drin haben, ist ein weiterer Drink. Und zwar ist das ein Bio-Birkensaft, der Heilkräfte haben soll. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob ich von diesen Heilkräften profitieren werde. Ja, sehr spannend. Also im letzten Paket habe ich mich am meisten über die Kaugummis gefreut. Und ich glaube, in diesem Paket freue ich mich am meisten auf jeden Fall über die Skincare-Produkte. Bin ich sehr gespannt, die auszuprobieren. Und ich glaube dann auch, ja, mit den Aufstrich natürlich. Und ich glaube sonst auch wirklich über diese Bürstchen hier, weil ich diese einfach vorher echt nicht kannte und echt gespannt bin, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Falls ihr es auch in der Trend Raider Box haben wollt, kriegt ihr auch mit meinem Code ein bisschen Rabatt. Oder einfach in Inbox gucken, wo ich euch einen Link reinsetzen werde. Oder könnt ihr direkt darüber bestellen. Da ist der Gutscheincode schon direkt eingelöst. Also viel Spaß beim Shoppen. Falls du aber das 12-Monats-Abo von Trend Raider hast, wirst du natürlich auch wieder ein weiteres Goodie haben. Und zwar ist es dieses Mal im Wert von 30 Euro. Und noch eine weitere Sache. Und zwar gibt es dann nächsten Monat im Dezember wieder eine weitere Box zum Thema Celebration, also Zelebrierung, Fest, Feiern. Und ich glaube, das wäre halt ein voll cooles Weihnachtsgeschenk. Also falls du noch nach einer nachhaltigen, schönen Überraschungsidee für Weihnachten suchst, wäre das vielleicht eine ganz coole Idee. Ist meine Linse irgendwie... War meine Linse beschlagen? Es war gerade... Hä? Es war gerade irgendwie voll beschlagen. Jetzt ist es wieder normal. Ernsthaft? Aber natürlich wollen wir nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren und fangen jetzt direkt mal an, Dinge zu produzieren. So, wir sind mittlerweile wieder im gleichen Platz angekommen. Und zeige ich jetzt mal ganz kurz, was ich meinem Accountability Buddy schenke. Das ist alles in dieser Box hier drinnen und ich werde das gleich erstmal so schön dekorieren, schön einpacken und alles. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich alles, was ich jetzt dafür gebastelt, gekauft habe, rausgesucht habe, ihm schenke, weil es halt doch schon eine Menge sind. Also, wenn man jetzt hier mal so rumguckt, es ist schon einiges, was ich herausgesucht habe für ihn. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich alles schenke. Muss ich nochmal gucken. Zuallererst möchte ich euch hier drin noch so schönes Papier machen, dass es da irgendwie ein bisschen schöner drin sitzt. So, dann haben wir jetzt schon mal den Boden ausgefüllt. Hä, wo sind denn meine Postkarten für ihn? Nach oben. Und zwar habe ich nämlich auch die ganzen Sachen schön beschriftet, damit man noch weiß, was es überhaupt ist. Zum Beispiel habe ich auch ein Buch und dazu gibt es halt eine Geschichte, warum ich ihm genau dieses Buch hier schenke, die ich dann hier aufgeschrieben habe, was ich eigentlich ganz schön finde. Genau, also ich schenke auf jeden Fall das Buch, das, weil du machst zwar alle potenziellen Geschenke auf die rechte Seite und das, was ich schenke, auf die linke Seite, so. Also, das Buch schenke ich auf jeden Fall. Oh mein Gott. Dann habe ich hier, das ist eigentlich eine selbstgemachte Schmuckhalterung, das kann man sich stellen, dann legt man Schmuck drauf. Sowas habe ich nämlich auch, aber das ist für seine Apple-Tags, weil er die immer so rumliegt hat, deswegen eine gute Idee. Habe ich noch so zwei Snacks, Haribo, sehr deutsch, sehr, typisch und noch ein veganes Snack, den ich ihm auch wieder geben möchte. Er wohnt in Hongkong, deswegen kennt er diese Sachen nicht. Ja, da habe ich noch ein Germany-T-Shirt. Als nächstes haben wir dann eine Vokabellernhilfe, was so portable ist, also was so fürs Reisen zum Beispiel ist, oder für den Bus oder für die S-Bahn. Des Weiteren habe ich drei Postkarten von Orten, an denen ich war. Außerdem noch das hier, so ein kleiner Reminder, so ein Sticker. Was ist das hier? Ah ja, das kommt auf das T-Shirt drauf. Und dann habe ich noch einige Sachen, weil ich nicht weiß, ob ich ihm das geben soll oder nicht, weil es spezifisch was für ihn ist, aber wo ich denke, es würde ihm auch gefallen. Muss ich jetzt mal kurz gucken. Und ich glaube, ich gebe ihm dann auch noch diesen Proteinriegel, den ich heute in dem Paket drin hatte. Wo ich es eigentlich selbst gerne testen würde. Aber ja, ich glaube, es passt jetzt. Deswegen mache ich das jetzt auch noch da rein. Natürlich muss ich auch noch einige Sachen beschriften, wie ich schon mit den anderen Dingen getan habe. Ich schreibe jetzt hier auch noch was drauf, mal sehen, ob das hält. Kennt ihr so dieses Gefühl, dass ihr unter der Woche, wenn ihr am nächsten Tag aufstehen müsst, zur Schule gehen müsst, ihr so richtig wach seid, abends noch alles machen wollt und so, und dann am Wochenende, am nächsten Tag, Samstag, Sonntag, man ist schon so müde. Wirklich, es ist mittlerweile einfach 20 Uhr, aber ich bin so müde, dass ich jetzt wirklich sofort ins Bett gehen könnte. Und deswegen mache ich das auch, weil ich morgen halt relativ früh auch aufstehen muss, weil ich Deutschunterricht gebe um 11 Uhr.
mittlerweile ist es jetzt schon 11 Uhr und ich werde jetzt Deutsch unterrichten. Und zwar mache ich das immer Freitag, Samstag und Sonntag. So, today is Samstag. Okay, die Deutschstunde ist jetzt zu Ende und es war eigentlich sehr schön heute. Wir haben heute das erste Kapitel abgeschlossen in unserem Buch. Das heißt, dass meine Schülerin jetzt schon auf einem ganz guten Basic German Deutsch Level ist. Da bin ich schon sehr stolz auf sie und ich habe ihr auch einen Test bis morgen sozusagen mitgegeben, den sie dann noch machen kann heute. Und ich werde jetzt eine Sache machen, die ich schon wirklich etwas länger machen wollte. Und zwar ist das mal meine ganze Time-Tracking-Analyse richtig auszuwerten. Denn ich mache ja Time-Tracking, was bedeutet, dass ich halt immer mittracke und aufschreibe, wie lange ich für welche Sachen brauche. Und ich habe da schon so eine richtig große Sammlung an irgendwelchen Daten, wann ich halt und wie lange ich was alles mache. Zum Beispiel jetzt habe ich herausgefunden, dass ich jede Woche so 44 Stunden mit der Schule verbringe und ich möchte das jetzt mal ein bisschen auswerten und gucken, wo ich vielleicht meine Zeit anders reinstecken sollte, weil ich merke, dass ich zum Beispiel auch sehr viel am Handy bin, was ich gerne ändern würde oder so. Und ich mache das so, dass ich erstmal aufschreibe, wie lange ich für was brauche. Das habe ich mir jetzt zum Glück mittlerweile gut rausgesucht bei einer Time-Tracking-App. Übrigens, falls ihr dazu noch ein Video sehen wollt, könnt ihr in die Infobox gucken, da habe ich schon ein Video zu gemacht. Und ich habe heute eine sehr schöne Bluse an, oder? Jetzt, wo ich sozusagen weiß, wie lange ich für was brauche, schreibe ich jetzt auf, was ich ändern möchte. So, mein Zimmer sieht gerade ein bisschen ordentlich aus, aber ich ziehe mich jetzt um, weil ich mit Fluch rausgehe. Mittlerweile wieder zu Hause und muss jetzt noch ganz viel lernen für meine Deutsch- und für meine Bio-Klausur nächste Woche. Das heißt, ich werde jetzt eigentlich den restlichen Tag nur noch hier am Schreibtisch sitzen oder vielleicht mal unten hingehen oder so, um zu lernen. Und ich würde sagen, ich beende jetzt mal den Vlog an dieser Stelle hier, weil es jetzt auch gar nicht mehr so interessant wird. Falls ihr euch aber dafür interessiert, wie es aussieht, wenn ich lerne, kann ich mich sehr gerne in meiner Infobox meine Study With Me Livestreams verlinken, wo ich euch immer mitnehme, wie ich lerne und wir dann da zusammen lernen können. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns das nächste Mal hier auf meinem Kanal wiedersehen. Bis dann, Leute. Tschüss.